Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Star Wars The Old Republic mit eurem LP-Gamer Steffen. Und wir betreten jetzt die Sith-Krieger-Phase und reden mit Darth Barras. Ja. So, hier stehen Leute rum. Lass mich blöd an. Voll die Heinis. Sind das? Kenn ich nicht. Und da steht mein Master. Hallo Master. Drücken Sie mir. Was war Penner? Hallo? Hallo? Redest du mit mir? Was ist jetzt los? Nicht eine Minute zu früh. Ah, jetzt. Das Zeitgefühl ist makellos. Kann es sein, dass es gerade um einiges kälter geworden ist? Ich sehe, du hast die Sklavin behalten. Ich hoffe, sie amüsiert dich. Du hast dich mit der neuen Umgebung vertraut gemacht? Hat mein Scherge dir den richtigen Weg gewiesen? Er wirkte nervös. Ja, er hat seine Aufgabe gut erfüllt. Er ist überflüssig. Ja, er hat seine Aufgabe gut erfüllt. Ein angemessen gebrochener Sklave ist die einzig vertrauenswürdige Kreatur der Galaxis. Deine Pflichten bringen Kontakt mit meinen verschiedenen Schergen mit sich. Richte dich nach meinen Direktiven. Und du kannst mit ihnen verfahren, wie es dir beliebt. Ob Feind oder Verbündeter. Gut. Ich werde diskret sein. Zeit sich gehen zu lassen. Ich werde diskret sein. Sorgfältig habe ich ein gewaltiges Netz von Spionen und Agenten unter den Sith, der Republik und den Jedi errichtet. Überall habe ich Finger, Augen und Ohren. Welche Rolle spiele ich? Den Jedi? Wirklich? Ja, wie spitzt Ihr habt erfolgreich Sith? Den Jedi-Orden unterwandert? Ja, meine Agenten sind vollkommen unbekannt. Und genauso soll es auch bleiben. Ich beobachte den Feind und schwäche seinen Einfluss von innen, bereit zum Schlag. Du bist mein Verschrecker. Du beschützt meine Interessen, schüchterst meine Rivalen ein und vernichtest meine Feinde. Es ist Zeit, deinen Dienst anzutreten. Ein Militärschiff landet am Frachthafen von Cassetti, um mir einen Gefangenen von höchster Bedeutung zu liefern. Du wirst Commander Langlin dort aufsuchen und sicherstellen, dass seine Männer den Gefangenen erfolgreich abliefern. Könnte es Schwierigkeiten geben? Es wird mir eine Ehre sein. Klingt wie ein Knechtdienst. Es wird mir eine Ehre sein. Wir müssen immer mit einem Plan gegen uns richten. Vor allem, wenn viel auf dem Spiel steht. Die Bedeutung dieses Gefangenen kann nicht genug betont werden. Such den Frachthafen auf und bleib wachsam. Du kannst gehen. Annehmen. Wow, fast Level ab. Begib dich zur Frachtrampe. B7. Wo haben wir die? Da muss ich unten wieder raus. Alles klar, machen wir. Jetzt renne ich ja wieder durch die halbe Station. Wie schön. Aber das wissen wir ja leider. Oh, Framerate kackt ab. Bleib schön über 10 Framerate, danke. 110 ist für den Arsch. So. Lauf ich richtig? Ja. Einmal um einen Kreis. Was war Lauferei immer? Aber naja, ist ja normal bei MMOPRGs. Ihr wisst das ja selber, die das sowas spielen. Daher kennt ihr die Probleme ja selber. Und ich brauche ja euch das her. Gott, was ist los? Und ich brauche euch die Ohren damit nicht voll zu jammern. Mann, ey.
Reden muss gelernt sein, wa? Habe ich schon vorhin in meiner Aufnahmesession von STO gehabt, von Star Trek Online. Habe ich mich auch mal kurz verblabert. Gut. Muss ich da zu Sift Taxi? Nicht Briefkasten, Taxi. So? Oh, was ist denn los hier? Verzieht voll. So. Da steht ja wie ein Rednerpult, ey. Hallo, ich bin eurer Droide Gar. Hört mir zu, mein Fußvolk. War ein Scherz. Tafel. Genießen Sie hier. Wo muss ich denn hin, verdammt doch mal? Ja, weg da. Genieße ich immer. Na, die Klappe, ich bin Sith Lord. Ihr dürft nur reden, wenn ich euch erlaube. Wo muss ich denn da hin? Hä? Bin ich jetzt wieder so blöd dafür oder was? Meine Güte, ey. Ich muss erstmal spielen lernen hier. Bevor ich anfange. Als Let's Play. Meine Güte. Ich stelle mich ja schon wieder an. Wo ist denn das schon wieder? So. Das ist da raus. Aber wo dann hin? So. Wo ist denn das? So ein Frachthafen. Ist das? Muss ich doch mit dem Taxi fliegen, glaube ich. Ich war schon richtig, wie es aussieht. Aber naja, so jetzt wieder mal. Ich bin nur halb geguckt und schon wieder der Hälfte verpeilt. Naja. Aber egal. Wie lautet der Bestimmungsort? Hallo, ich bin's nochmal. Nee. Genießen Sie Ihren Aufenthalt. Der muss da sein. Kann nur da sein. Ich fliege einfach mal dorthin, weil ich ein Gefühl habe, dass es dort sein wird. Der geile Kleiderbug, dass der Kleider immer mal kurz wegbackt. Aber es ist schon seit Anfang an im Spiel der Bug, dass das so schlecht ist. Dass es immer mal weg ist, dein Kleider. Aber naja. Sieht dann zum Teil auch mal lustig aus. Und ich entschuldige mich für das Ruckeln. Weil mein Framerad kackt gerade hier mal schön ab. Was ich immer hasse. Aber das ist bei dem Spiel immer so, dass ihr mal kurz abschmiert. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm für euch. Weil ich denke mal, ihr habt die Probleme ja auch. Ups. Und da schreibt mir jemand bei WhatsApp. Ich nehme gerade auf, Leute. Ich kann gerade nicht schreiben. Bis ich meine Aufnahmepause mache, dann kann ich schreiben. Aber jetzt noch nicht. Tut mir leid. Geduldig mal noch eine Minute, dass die Aufnahme zählt eh schon wieder rum. Und ich bin auch gleich da. Ups. Ah, guck mal, da vorne ist es doch ein Car City. Ich voll fast denn. Ah. Vorbeigelatscht anscheinend. Oh. Also das hat doch gar nicht angezeigt, oder? Zumindest habe ich das nicht gesehen. Na gut. Und wieder zurückfliegen. Yippie, yippie, yay, yay. Aber das mache ich jetzt in der Pause. Weil die Folgenzeit ist schon rum. Ich verabschiede mich und sage bis zur nächsten Folge. Let's Play Star Wars The Alt Republic. Euer LP-Gamer Steffen. Selbe Stelle, selbe Welle. Bye.